Hallo und willkommen zum ersten Teil des Let's Plays zu Scarlet Blade von mir. Ich stelle mich ganz kurz vor, weil ja, das ist das erste Video, das ich hier hochlade. Also, ich selbst bin der Stefan, 25 Jahre alt, wohne in der Nähe von Frankfurt am Main, habe zwei kleine Kinder, deswegen will ich auch gleich vorab sagen, es kann öfters mal sein, dass ein Video relativ kurz wird. Also ich sage dann, okay, 15 Minuten, 20 Minuten, liegt doch teilweise damit zusammen. Ich nehme mit Fraps auf und ja, jeder, der damit aufnimmt, weiß es, 2, 3 Gigabyte pro Minute, kein Problem. Und dann irgendwann sagt die Festplatte auch, ja, jetzt ist langsam mal Schicht im Schacht hier. Ja, das soll fürs Erste genügen. Wenn euch noch irgendwas interessiert, fragt einfach, ist kein Problem. Und dann legen wir einfach mal hier los. In Scarlet Blade. Und ja, wir müssen uns jetzt hier für eine Seite entscheiden. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Sind wir lieber bei den Lieben oder bei den Bösen? Ich würde sagen, wir sind einfach mal jetzt hier bei den Rebellen. Wir wollen ja auch hier unabhängig sein, steht ja. Sie sind unabhängig wie ihre Fraktion. Die machen, was sie wollen. Dann gucken wir mal hier rum. DE ist ja der Defender, glaube ich. Der ist hier eher. Ja, Nahkampf AOE, Shadowwalker scheint, ja, ist der Nahkampf Single Target. Das hier ist brutale Art, so. Oh, sie steht auf Schmerzen. Ja, das ist doch passend, dass die Peitsche ihre Waffe ist, ne? So, also mir persönlich sagt Fernkämpfer am meisten zu. Deswegen werde ich jetzt einfach mal diese nette Dame hier ausprobieren. Und dann werden wir mal sehen, wie das dann so läuft. So, die müssen wir jetzt noch ein bisschen optimieren. Also die Haarfarbe finde ich nicht so gut. Und auch irgendwie die Lippenstifte sieht jetzt vielleicht gerade noch gut aus, weil es irgendwie zur Rüstung passt. Aber ich weiß nicht, das ist so. So würde sich doch kein Mensch stylen. Außer vielleicht Lady Gaga oder so. Man weiß es ja nicht. Okay, gucken wir einfach mal ein bisschen durch. Nee, so super lange Haare, also es soll schon, die soll jetzt nicht kahl rasiert sein, aber es muss schon auch ein bisschen nach einer Kämpferin dann aussehen am Ende. Also ich persönlich würde hierzu tendieren erstmal. Gucken wir mal. Das hier ist ein bisschen zu unschuldig. Das kann vielleicht der Heilerin noch geben. Also finde ich das hier noch am besten. So, dann Augenfarbe machen wir mal dunkel oder lieber blau. Mal gucken, aber blau passt nicht so wirklich zu den Haaren. Eigentlich, das hier könnten wir schon so lassen. Dann die Lippen. Nee, dann lassen wir es mal so. Das ist ganz gut. Ah, Frisur nochmal. Gucken wir uns nochmal das hier an. Nee, dann lassen wir es erstmal so. Die Haarfarbe. Vielleicht ein Rotton. Ja, das gefällt mir gut. So, die Kleidung. Ja, das hat sie schon an. Na, das ist aber ziemlich minimalisiert hier. Dann die Dessous. Oh. Gucken wir mal nochmal die Kleidung an. Da gefällt mir das hier aber auch noch besser, auch wenn ich jetzt beide nicht so super toll finde. Gut, ein Namen. Ja, es muss was Weibliches sein, auch wenn ich jetzt selber nicht weiblich bin. Aber es wäre ja Schwachsinn, irgendwie einen männlichen Namen zu dieser Dame da. Das passt ja hinten und vorne nicht. Ich bin im Namen geben nicht so gut. Ich nenne sie jetzt einfach mal Nairu. Ich hoffe, das stört euch nicht. Sofern es überhaupt geht, ist schon vergeben. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Probieren wir es mal so. Ist auch schon vergeben. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen überlegen. Oder wir tricksen hier einfach mal. Machen wir noch ein U hin. So, okay, dann sind wir jetzt Nairu mit 2 U. Ich weiß, es ist ein bisschen einfallslos, aber vergebt mir an dieser Stelle. Ich bin halt nicht so kreativ, was Namen angeht. Vor allem nicht Frauennamen. Na gut, dann legen wir mal los.
Es lädt. Ja, das ist sehr schön. Wir sind hier der Anfängerbasis. Ja, hochmodern. Also es muss wohl auch ein paar Männer in dem Spiel geben, weil Frauen haben es ja nicht so mit Technik und irgendjemand muss das hier auch gebaut haben. Sprich mit Mutters Hologramm. Eine Verwaltungs-KI, interessant. Na, hier kommen immer schon die nächsten Quests rein. Da braucht man noch gar nicht mit NPCs reden. Nein, wieso auch? Wir sind hier, was weiß ich, wie weit in der Zukunft. Das wird einem einfach so in den Kopf gebeamt. Sehr interessant ist natürlich auch hier, das ist ja eher schon Badeanzug. Oh, und da wackelt auch ganz schön was. Und dann hat sie hier trotzdem High Heels an, ja. Ich glaube, es ist das einzige und erste Spiel, das ich jetzt sehe, wo der Charakter grundsätzlich von Anfang an in der ersten Sekunde High Heels als, ja, Schuhe hat. Hier stehen massig Übungspuppen rum. Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Oh, wir haben eine Waffe gekriegt. Gucken wir mal. Oh, nee, hier ist gar nicht drin. Hier ist irgendwas anderes. Damit können wir sitzen lernen. Ja, dann lernen wir das hier doch alles mal. Gucken wir mal. S. Ne, S ist laufen, dann ist. Ja, hier K. Ah, hier haben wir das Sitzen. Das packen wir uns schon mal auf die Leiste. Das braucht man bestimmt ja noch. Das erhöht ein bisschen die Regeneration. Okay. Wir sind ausgerüstet, dann kann es ja losgehen. Wir müssen eine Übungspuppe erledigen. Oh, sieht nicht so aus, als wenn das schwierig wäre. Und fertig. Düdü. Nimmt's mir nicht übel, wenn ich das nicht alles lese, aber ganz ehrlich, meistens. Ist das viel Blabla? Es gibt nur wenig MMORPGs mit wirklich tiefgreifender Story. Manchmal ist das ein bisschen langweilig. Oder dann stehen da so Dinge drin wie: Oh, du kannst mit einem Mausklick irgendwohin laufen. Und dann fühlt man sich irgendwie dumm, wenn man das wirklich liest, habe ich das Gefühl. So. Transportoffizierin. Das heißt, wir gehen hier gleich schon aus dem Noob-Gebiet raus, wie es aussieht. Ja, die bringt uns hier weg. Jetzt müssen wir nach Enoch hier reisen. Kennt man aus Eden Eternal, hier ist ja auch eine Area Games Spiel, zumindest wird es von Area Games gehostet. Einfach draufklicken und dann kommt man, wohin man will. Wir gehen jetzt einfach mal zur Schlucht 3 und dann gucken wir mal. Los, lade schneller. So, das haben wir auch abgeschlossen. Genial, wie wir das gemacht haben hier wieder. Oh, ein Quest. Töte Pestkäfer. Na, die schauen wir uns noch an. Dann soll es das auch gewesen sein fürs Erste. Manchmal werde ich natürlich auch ein paar Videos hintereinander wegmachen. Aber wie gesagt, aufgrund der Größe oder vielleicht, wenn man auch mal nach dem Kind gucken muss, wenn es der Mittagsschlaf vorbeigeht oder sowas, dann gibt es halt immer so kleine Pausen und ich lade das dann als mehrere Teile hoch. Ihr wollt ja auch nicht da vielleicht nur einen Teil sehen, irgendwie so einen Dungeon oder was weiß ich, und dann nicht da alles angucken müssen. So. Damit haben wir auch schon das erste Level abgeschafft. Wir haben einiges gesehen, eine Basis, einige nackte Haut von Frauen, die ersten Käfer. Super gelaufen, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.